lassen wir uns hier jetzt festnageln. Ich komme mir vor wie damals Stalingrad 45. Befürchtung habe ich auch gerade. Yeah! Bam! Warum kommen hier immer solche Vergleiche? Naja, es ist schon so ein bisschen, oder? Ich schau mir mal an, was diese Prowler da hinten machen. Ja, 100 Panzer, die gerade. Ja, doch, es wird zu der Kesselschlacht. Alle Augen auf beim Snowshell Watchtower. Wir haben im Westen, ich wiederhole im Westen, nahe dem B-Punkt einen feindlichen Panzer markiert mit dem Platoon-Wegpunkt. Bitte sofort zerstören. Ich hole mir mal einen Panzer. Die Delta sind schon unterwegs. Ja, mach das. Das ist gleich. Ultra gestellt bei dir ein. Geht nicht. Der holt sich einen Lightning, aber ich kann das mir noch einen Vanguard. Das geht hier nicht, andere. Du kannst hier keinen Vanguard holen. Ach so. Ich werde wusste ich mal nicht. Da unten mal einen Thunder of Rose hinstellen. Also du kannst auf Isabel momentan allgemein keinen Vanguard. Achso, wir haben keinen Tech-Plan. Wegen Tech. Ja, das alte Problem. Noch ein Thunderer. Dieser Sandy müssen wir definitiv sprengen, da spawnen die nämlich schon in Massen. Au! Hier ist noch ein zweiter, hast du mitbekommen? Nee. Oh, scheiße, da ist verdammt viel los. Der Feind des Thunderer an der Snowshear etwa in dieser inklusive Position. Inklusive Harasser zu bewachen. Von einem Harasser hinter dir, oder? Ja, zwei Harasser und ja, zwei. Wo denn? Kannst du ihn draufsetzen? Verdammt. Ich brauche eine Station. So habe ich den Platoon-Wegpunkt. Ist da der feindliche Thunderer, Deck? Ach ne. Dort? Okay, Platoon, ihr seht an dem Platoon-Wegpunkt. Wenn ihr den Daumen bekommt, seid ihr richtig coole Rappen. So, ich habe meinen Thunderer jetzt hier aufgestellt. Ungefähr. Könnt ihr hier ist keiner, ne? Bauen. Der ist weiter zu C. Der ist weiter zu C. Verdammt, was ist denn hier jetzt los? Wir haben da auch ein Spawn-Beacon gesetzt. C wird eingenommen. Könnt ihr mal was gegen die Lip machen da oben? B die Stadt und C. Kommt ich zurück hab hier gerade die Borg rausgeholt, aber ich sehe die Lip nicht. Die fliegt hier gerade da und runter. Nein! Ach, verdammt. C, 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 C. Wie sieht's denn da aus? Die ist sicher gerade. Okay. Weiß nicht jemand, wie dieser Sandy steht? Auf dem Platoon-Wegpunkt. Nein. Oder? Nicht mehr? Nein, der steht nicht mehr. Ich glaube, der steht Richtung Südwesten bis Süden. Von in die Richtung auf jeden Galaxy. Fall. Aber es ist Richtung Südwesten. Okay. Ah, ist eine eigene. Gut. Im Westen ist auch noch eine Spawn-Leuchte von Terranen. Kriegst du so klein? Yeah, nee, it looks like im Westen, wo PR-13 Westen? Are holding them back quite easily. They said that they're fine. At Geological Survey. Ah, ich sehe die Spawn-Blicken, aber ja, da ist ziemlich viel los. Der Harasser beschießt uns. Bei der 9 oder wie? Beim Sternchen. What I do notice is that Terran BL crash site. Ach, verdammt, ich hab schon wieder Osten und Westen verwechselt. Could the Germans spare one squad? And put the one squad on Terran BL4 crash site, or at least let Ymir mine watch, just to watch that lattice towards Ymir. If that's okay, if you can spare one squad, that would be great. Andere wurde vernichtet von einem Harasser. Not really attack, more or less defend it. I don't have boots on the ground, so I can't see what's happening there. But it looks like there's quite a lot of value there now. Wie sieht's denn aus? Habt ihr den Sandy da bei Captain Wright und Lord? Der steht, glaube ich, nochmal in der Mitte. Die laufen über den Hügel zu C, die laufen über den Hügel zu C. Schwere Feinde! Hier sehe ich keinen Sandy. Zu C, ja! Alle zu C, los! Alles der ist da irgendwo im Osten hinter diesem einen Berg, Hügel, whatever. Steht der vermutlich. Oder sie kommen da von der Basis angelaufen. Die springen da runter, ja, deswegen kamen sie auch von davon. Da habe ich vorhin noch eine leichte Mut. Von C aus? Ich bin gerade hinter C und hier ist nichts. C-Verlängerung nordöstlich. Über den Hügel können sie rüber. Das heißt, da hinten steht wahrscheinlich auch irgendwas zum Spawnen. Sorry, ich habe eine feindliche Galaxy gesehen. Ich auch, aber ich nicht. Also weiter Richtung in Freya. What were you saying before? I just couldn't hear you. Hast noch eine? Nee, ist eine. Okay, Pete, wo kamen die jetzt? Roger that. Yeah, that's fine. Schieß mal in die Richtung. I'll let you know how it's looking at Ymir Biolab in the meantime.
momentan. Über Hazer, hier wo ich bin, in Richtung Nordosten auf dem Berg Zandara oben. Genau. Gut. Ah, jetzt sehe ich's. Genau. Gut. Bion. Feindliche Max-Einheit. Und der Truppführer, der verläuft sich natürlich wieder. Im Nordosten soll noch ein feindlicher Thunder sein, etwa in dieser Platoon-Weg-Position. Ich glaube, der ist ein zweiter rechts hierher, ja, da haben sie auch gerade den Spawn richtig gesetzt. Könnte Reparaturen gebrauchen! Ja gut, okay, also wenn der feindliche Thunder so weit oben ist, das ist jetzt nicht so wichtig. Wenn der näher kommt, dann Spawn müssen wir uns drum kümmern, aber so weit weg ist noch in Ordnung. Scheiß Sniper! Na, und sie waren Sniper weggehauen. Oh, verdammt! Von hinten beschossen. Haben wir überhaupt Sanitäter? Ja, haben wir. Da ist auch noch Maxis. Ja, ich sehe den. Ich sehe dann zwei Maxis hier. Fahrzeugabwehr-Maxis. Oh, scheiße. Eins, zwei, zwei Galaxies. Und der Liberator. Von wo? Vom Bob geht von denen aus. Oh. Sunny ganz im Osten der Anlage, bei C hinter den Felsen. Wo fliegt die Grenze? Bei meiner Position ist das Sandro. Direkt über uns. Bin gerade am Sandro. Charlie 10 östlich meiner Position, Sandro. Ah ja, aber die fliegen weiter nach Osten drunter. Ja, oh, die fliegen Richtung Ace Attack oder so. Ich Richtung Kampf. Scheiße. Mit. Versucht mal auf den Hügel im Norden zu kommen. Bessere ja, Deckung, Sandy hat's erwischt, oder? Ich will die Spawn-Picken da wegkriegen vor allem. Okay, Sandra im Osten ist down. Bulltag, da kommt eine Lip. Wo? Von rechts. Okay, die ist nicht auf. German guys. Hat sich auf mich abgesehen, so ist es. Unfortunately, I've just had to receive the call for help by PL-13. They say they can't hold Geological Survey Camp. They're being pushed quite hard. Kommt mal zum Sternchen, wenn ihr könnt. Wo ist das? Achso, da. Oh nein! Du bist zu fett. Ach scheiße, du bist ein Heavy. Habt ihr das gerade gehört? Ja, oh, ja, ja. Ich sehe es. Wohin? Ah, ich sehe den Lightning. Ich versuche zu ziffern. Yeah, if you could, that would be great. I'm looking at other outfits to come and help. Okay, von da aus müssten wir da leichter die auf den Hügel beschießen können. Nichts näher rankommen. Yeah, that'd be great. This is the razor unit. Ach du Scheiße. Hier sind jetzt mehrere Zandaras auf dem Weg zu C. Okay. PL-13 have left Geological Survey Camp and they're going to go to Ymir. Wird beschossen vom Berg, verdammt. Ja, ich seh's. Ich bin jetzt fast unterm Berg. Ich brauch Muni. Bis gleich. Schau mal, ob ich ein paar von den Maxis zivieren kann. Ach du Scheiße, sind da viele! Da kommt ein Dollar von der Hauptstraße gesehen. Richtung Norden ist es, glaub. Da steht ein Sandy hinter dem Hügel. Da steht ein Sandy hinter dem Hügel. Scheiße, ihr könnt keinen Trupp einsetzen. Hinter C müssten jetzt zwei Sandy stehen. Ach, ja. Wo haben wir die zwei Thunderer? Wo? Hinter C. Ja, da stehen zwei jetzt, so. Ist das da von uns? Ja, du. Both PL and Germans, I've sent Kane to come and help reinforce the biolab at Ymir. So, if you German guys want to stay up in the northwest and defend the western biolab from the TR, I don't mind that. But there is help coming for Esimir. Warte, wieder südöstlich, Sandy bei C. Südöstlich? Okay. Ja, also da direkt hinter der Mauer an den Felsen dran. Da stand vorhin auch schon mal einer, glaube ich. Immerhin haben wir keine Probleme mehr mit Luftanhalten. So, okay, irgendwo. Ja, okay, der feindliche Thundra ist jetzt weiter im Osten. Ist der innerhalb des Bereiches von Smoky Watchtower? Ja, also ich bin noch drin. Die sind Nordosten auf dem Hügel, Max anhalten jede Menge Infanterie. Oh, sorry. Einer nach da, wo der Bruch steht, ist der Sandpunkt ist ungefähr. Es ist anders in zwei Sachen. Wo stehen die? Sag das. Direkt hinter. D
Direkt, also innerhalb von 20 Meter. Ah ja, ich sehe es. Smosh hier. Das sind mehrere Sandra. Seht ihr den? Also hinter C und dann noch einer ein bisschen weiter. Oh, ich kann gerade leider nicht reden. Moment. Okay, dann jetzt mal an alle Squad-Leader, die am Snowshoe Watchtower sind und allgemein, wenn ihr einen feindlichen Thunderer seht, sofort eine Rauchmarkierung setzen. Ich weiß dann könnt ihr mir direkt sagen, okay, Rauchmarkierung dort, dort ist der feindliche Thunderer, weil ich bin nicht immer in der Sichtreichweite für die Symbole. Also, so. Den einen, wo ich genau weiß, hab ich gerade. Gut, okay, hab. Müsste gesetzt sein. Einer ist down. Kaputt. Okay, Platoon-Wegepunkt ist gesetzt. Dort sollte sich scheinbar ein feindlicher Thunderer befinden. Check das mal bitte. Da befindet sich einer. Da ist auch noch einer. Wo? Da am jetzigen Platoon-Wegepunkt. Ja, hat er ja gesagt. Fast ja. Ja, aber der hat gesagt, da sollte sich einer befinden und ich habe es gerade bestellt. So, jetzt kurze Info. Kane wurde jetzt auch nach Esamir geschickt, da das bei denen relativ locker noch ging. Das heißt, Kane wird jetzt sich jetzt hier auf Esamir verteilen, wo es gerade gebraucht wird. Ich habe denen gesagt, wir brauchen momentan jetzt noch keine Hilfe. Zumindest noch nicht. Und die werden dann wahrscheinlich eher zum Emir Biolab geschickt. Haben wir einen guten Sniper im Squad? Beziehungsweise weil versuchen dann hier weiter unsere Bufferzone auszubauen. Wie gut reicht denn dir? Jeder Schuss ein Treffer? Ja, so ungefähr. Da rennt einer in C rein. Da rennt mehrere in C rein. Ich will einen Sniper, ich will ein oder zwei Sniper haben, die Typen von den Bergen runterschießen, die uns wegsnipen. Ja, ich probiere gerade. Wo sind die? Welche Richtung? Überall aus dem Hügel, schau mal auf die Hügel, die sitzen überall auf den Hügeln. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aber ich gehe mal hinten rum. Mindestens eine 10er Killstreak geschafft. Ups, einer von uns war auch dabei. Wenn ein Inchi gerade Zeit hat, kann er mal zum Ziel kommen und Mitte das zusammenschrauben. Der weiter gerade. Oh, neue Sandy. Neue Sandy bei meiner Position. Und jetzt brauchen wir einen Medic. Der Medic kommt gleich. Ja, der liegt da gerade am Boden. Mikkel, das lebt doch noch. Ja, ja genau, es geht ja von mir. Die Frage ist nur, wie lange noch. Geht ja um den Medic für den Medic. Lauf mal zu ihm. Nächster Sunner ist auch da. Ich will noch ein paar Leute bei C haben, weil lange halten wir das dann nicht mehr durch. Miklas wurde gerade C4, habe ich gesehen. Wo ist noch ein Sunner? Wie kommen die überhaupt noch hierher? Ich habe keine Ahnung, aber die rennen direkt in C rein. Also die müssen ganz nah dran sein. Wir haben jetzt A schon kurz verloren, C jetzt auch. Also hinter C ist so gut wie sauber. Ich hatte gerade einen Loading Screen gehabt, also sehe ich jetzt keine violette Rauchwolke. Sag mal ungefähr die Position von dem momentanen Weg von Platoon aus. Bisschen nördlich, westlich, östlich. Habt ihr C? Ich stehe kurz davor, aber das hat sich nicht. Die landen mit den Jump Pads da oben, wir müssen das von unserer Leiter. Ah, da oben ist das Spawn. Dort ungefähr? Seht ihr die? Haben wir eine Leichte? Kann die sich drum kümmern? Ich mach nur meinen Job. Du machst ihn gut. Scheiße.
Fresse. Ja, also steht da so. Schon frei, eine Liberator zu ziehen, nur übertreibt es halt nicht, weil wir sind halt, hier sind ziemlich verwinkelte Ecken und so, da brauchen wir das Zufolge. Also, wenn ihr einen Liberator ziehen wollt, würde ich das gerne tun. Je nachdem werden wir auch gleich, wenn die Situation komplett sicher ist, in ein, zwei Minuten nochmal die Friar Substation ein bisschen belagern. Ich kann nicht auf die Gegner schießen, hey, weil die Rauchsignale im Weg ja. sind. Könntest du mal einen Artilleriebeschuss auf den Hügel anfordern? Ich hab mir gerade überlegt, mal eine Skyhawk mit Napalm drüber fliegen zu lassen, aber leider das ist das falsche Spiel. Tja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Ja. Ah, die hocken da echt. Du meinst da, wo der jetzt momentan ist, der Weg zum Platz, so viele feindliche Einheiten? Ich bin gerade nicht mehr über die Wegpunkte durch. Ich weiß nicht, jetzt welche. Ah. Mann. Ich sehe den Sandro. Ich kann den Sandro sehen. Okay, feindlicher Sunny beim Wegpunkt. Schafft es einer von euch zu ziehen? Das Ding zu zerstören? Die sind alle auf dem Berg, die Sprungleuchte steht da irgendwo noch. Das sind lauter Schweren oben. Ach, scheiß Trümmer. Das gibt's doch nicht. Das ist gerade gar nicht so schön. Das passt perfekt hier rein. Ja. Wir werden alle sterben. Ah. Bei mir läuft hier eine tote Max-Einheit rum, die mich aber trotzdem umbringt. Das ist ein Grafikfehler. Du denkst nur, sie wird dir tot angezeigt, aber in Wirklichkeit lebt sie noch. Das ist sehr cool. Ich habe sie eine halbe Stunde angeschaut und nicht geschossen. Alter. Leute, jetzt mal alle kurz zuhören. Alle zuhören. Wir werden jetzt gleich ein bisschen mehr gegen uns haben, wenn ihr guckt, nordwestlich. Phalus Solar Array ist ein feindliches Platoon. Die sind schon am Captain dran, die werden in wenigen Minuten bei uns sein, die haben Panzerflieger, alles etc. dabei. Das heißt, ich bitte jetzt alle sofort. Egal wo ihr seid, ist die Story. Das wird gleich wieder richtig eng. Ach du Scheiße. Setzt wieder Sandler von uns. Die kommen schon. In die Nähe von B, von C, einen bei A setz ich. Ne, da ist noch einer drin. Dass wir wieder die Verteidigung auf einen schweren Angriff vorbereiten. Oh, da sind ganz viele Flieger, sehe ich gerade. Mixer, es macht dich ein bisschen frei. Ich will, Leute, auf den Osten, paar Leute. Schaut nach Osten, da kommen jetzt zwei Thunderer aus dem Osten. Die werden ich will auch ein paar Leute mit Flug ab. Drei Thunderer. Wenn er eine Skyguard hat, das wäre nett. Kann ich holen. Ich zieh gleich eine. Alles zwei? Klar. Ja, ist auch nicht von dem was. Normal. Bernd, Burster merkt sich besser. Ah, ich überlege gerade, welche Waffe ich nehme. Ich glaube, die EM6 ist hier doch besser. Ja, oh, was da ist ankommt. Ich kann auch Burster mächtig ziehen. Ich hab der Punkte. Yeah, but that Snowshoe is pretty easy to defend anyway, but if you guys get into trouble, it looks like PR-13 are finally managing to push out anyway. So they can come and help if you guys get into any trouble, because they are pushing. Ich glaube, wir brauchen gar keines. Ich glaube, wir brauchen gar keines Skyguard mehr. Nee, yeah, wir haben schon zwei hier drin. Zum anderen Skyguard kann man nicht schlecht kassieren, deswegen sind die Burster next. All outfits are holding successfully, and we have the most biolabs, so we're all defending right now, but good work. Oh, die haben einen neuen Sandy an derselbe Stelle wie eben. Oh, böse, da ist gerade eine Mossi abgestürzt, aber ganz, ganz mit Vergas in den Boden rein. Scheiße, ich hab keinen Spielsound mehr. Ich glaub, Erinnerung an, ja, was? Wenn ihr Infiltratoren draußen habt, dann haltet ihr das ganze Gebiet auch bedeckt mit Sensorpfeilen. Wir wollen ja auch sehen, wo die herkommen. Das heißt, haltet immer mal einen Sensorpfeil auf den C-Punkt, auf den B-Punkt, bis hin, dass die Gegend ein bisschen abgescannt ist. Boah, dafür sind meine Sensorpfeile noch nicht gut genug. Muss ich permanent daneben stehen, neue hinklatschen, sonst wird das nix. Also ich kann euch leider gerade nicht mit Ton unterstützen, ich hab keinen mehr. Schon der nächste Crash. Ich muss das jetzt nochmal so betonen.
Genau. Wieder gecrashed. Eieiei. Wie sieht's denn aus bei C? Ich glaube, ihr hattet das ganz gut, oder? Sicher, sehr sicher. Ja, bloß die Leute werden oben auf dem Hügel werden gerade wieder weggesniped von den Terranern. Oh. Ich bin nicht besser. Ja, wie sieht's mit unseren Snipern aus? Ich kann snipen, wenn's nötig ist. Ja, wir haben schon. Jetzt haben wir noch einen, der Xilon gerade einen Discord hat. Okay, ich probier's.